Dumm und Flo, Socken und sind Bros, sie sind blöd Bros. Pokémon! Instagram! Nochmal von vorne. Pokémon! Tumblr! Gram! Pokémon mit einer Kamera! Spiegelflex! Die ich mir bei meinen hipster Freunden gebraucht gekauft habe. Denn ich unterstütze doch nicht diese riesigen Unternehmen, die die Kameras so teuer verkaufen. Das war der Titel. Genau. Wer fotografiert Pokémon, weil alles ist so stressig und das... oh mein Gott, ist das rot. Ja, alles löschen. Ja. Start ein komplett neues Spiel. Wie heißen wir? Das geht echt nicht. Nee, das musst du schon mit dem 3D-Stick machen. Spiel unser allererstes Nintendo 64-Spiel. Boah, wie viele Buchstaben habe ich denn überhaupt? Ach, 24, 26. Nein! Hallo, Scheiße. Warte, wir sind jetzt eigentlich. Nehmen wir, ne? Ja, Eich, Pokémon-Experte. Ja, wir sind auf... Irgendwas Pokémon-Report. Wir haben Pokémon-Report. Pokémon Mast, Pokémon Insel. Nachdem ich mit dem Pokédex so verkackt habe, dass ich 10-Jährige in die Welt schicken musste, habe ich mir gedacht, ja komm, lass ich Zero mal. Zero Mobil Richtung Zieltor, Endpunktstrecke. Nein! Erst, das ist eine Falle, wie die Eule. Ah, stimmt, hier sind die Knöpfe ja grün. B drücken. B. B. Tourbilder. Ja, los geht's. Wir haben erstmal nur eine Strecke, und zwar den Strand. Hast du schon mal gespielt? Nee. Fantastisch. Gibt's ein Tutorial? Oder ist das noch vor der Zeit? Ich finde die 2D-Sprites wesentlich besser als... und Gigi sieht einfach noch so... Ich mache Fotos und danach gehe ich tanzen. Und Professor Eich sieht einfach mal aus, als müsste er mega kacken. Oh, geh zum Strand. Ich glaube, dass es am Anfang kurz erklärt wird, aber okay. Es ist nicht schwierig. Es ist quasi ein Rail-Shooter. Ein Rail-Shooter, nur dass du halt Fotos machst, statt Viecher abzuballern. Okay, und... Ja, und die sind so... Z gedrückt... es wird dir erklärt. Okay, drück Z zum Zielen. Unten der Trigger. Genau. Gerückt halten, genau. Und mit einem machst du ein Foto. Und zack, hast du einen Taubsi fotografiert. Und oben rechts siehst du, wir haben nur unser Film hat 60 Bilder. Schieße möglichst viele Pokémon-Fotos. Ja, also du willst halt möglichst viele verschiedene. Nice. Aber die sollen auch gut aussehen. Oh Gott, das ist invertiert. Du willst die Fresse von Pikachu drauf haben. Du willst... Und am Anfang kannst du halt nur Fotos machen. Aber im Laufe des Spiels bekommst du halt Items, die du dann einsetzen kannst. Zum Beispiel kannst du dann Pikachu mit einem Apfel beschmeißen und dann springt Pikachu auf dieses Surfboard. Und also, macht eine coole Pose. Also das kann ich ja später machen. Das kannst du ja später machen. Also das erste Level, das teast dich schon sehr, weil es dir schon direkt zeigt, was du alles noch nicht machen kannst. Ja. Weil davon siehst du zum Beispiel Relaxo. Kann ich auch noch nicht aufwecken. Du kannst es nicht wecken. Du kannst ein Bild von ihm machen, aber da sagt er dann am Ende, das sieht ja zum Kotzen aus. Das sieht ja aus, als würde dieses Pokémon nur schlafen und fressen. Was ja absolut gar nicht akkurat ist. Fragezeichen. Was ist das nur? Und aber so groß, also du hast halt in dem Spiel auch nicht alle 150 Pokémon aus der ersten Generation. Was? Nee, da will ich gar nicht weiterspielen. Ach so, du hast das. Nee, du hast, ich glaube, es waren um die 40 oder so, 40 oder 60 um den Dreh, die vorkommen. Und Mew ist halt der Endboss, der Endgegner. Aber da müssen wir gucken, ob wir so weit machen, weil es ist nämlich gar nicht so einfach tatsächlich. Weil es gibt auch Rätsel quasi, die man lösen muss, um neue Level freizuspielen. Ja, in dem Busch ist irgendwie, ich glaube, im Busch ist ein Evoli oder so, da musst du erst was reinschmeißen können. Es teast dich halt so ein bisschen an. Aber ich habe dieses Spiel damals. Wenn ich eins mal fotografiert habe, brauche ich es nicht nochmal fotografieren, oder? Genau. Also nur wenn du halt mit den Bildern, die du bisher gemacht hast, nicht zufrieden bist. Okay. Aber wenn es in die Kamera guckt und du es im Fokus hattest, dann ist es eigentlich lächelt. Hinreichend. Mhm. Lächelt und nicht stinkt. Aber man hat dann auch Bock halt, die Viecher nochmal neu zu fotografieren. Ne? Du kriegst halt irgendwie einen Apfel, damit kannst du halt entweder anlocken oder umhauen.
du kriegst so einen Gasball, damit kannst du sie verscheuchen oder aufwühlen oder emotional malträtieren. Kangama! Oh. Kangama! Ja. Mann, ey. Da ist nein, Evoli. Nein. Und ich glaube, das Ei-Ding ist Schanera. Also nicht Pummeluff? Ich glaube nicht. Pummeluff kommt wann anders. Genau, das musst du, glaube ich, erst für ein gescheites Foto auch erstmal zum Ausrasten bringen. Und es gibt alle legendären Vögel, die musst du auch finden. Und es gibt vor allen Dingen in jedem Level gibt es ein Pokémon-Zeichen, ein Pokémon-Symbol. Mhm. Das sind quasi irgendwie Gesteins oder sonst welche Formationen, die aussehen wie Pokémon, aber keine sind. Und die musst du in jedem Level finden, damit du... Ich hätte wesentlich mehr Bilder machen können. Ja, Oh mein Gott, nein, ich will da nicht rein. Die 60 Dinger, die sind auch sehr, sehr großzügig. Ja. Ne? So viel sei gesagt, aber wenn du halt ausrasten willst und von allem 5 Fotos machen willst, dann ist das halt schon legitim. Und jetzt wirst du überprüft. Jetzt musst du gucken, ob du 100 Punkte kriegst für deine Pokémon. Und jetzt musst du dir von jedem Viech musst du jetzt eins aussuchen, das du einschickst. Okay. Weil, Kann ich mir sie auch groß angucken? Ja, wenn du jetzt A drückst, müsste es ein groß sein. Und dann kannst du die auch immer noch durchscrollen. Du kannst auch jetzt durchscrollen und jetzt kommen alle Bilder von Taubsi, glaube ich. Ja. Und du kannst von jedem nur eines nehmen. Weißt du Bescheid. Okay, verstehe. Welches ist denn das Beste? Ich würde eigentlich fast direkt das erste nehmen. Ja. Schön aus dem Profil. Ich nehme dieses Bild. Dodri. Dodu! Scheiß drauf. Dodri 3! Ich hab nur eins von Dodu. Dodu 2! Ja, aber ich hab nur ein Bild, von daher ist das auch kackegal. Du hast ein Bild von Dodu und jetzt ist Dodri. 1, 2, 3. Also muss ich das nehmen oder kann ich auch. Du kannst jedes andere nehmen, das dir am besten gefällt. Wie viel kann ich denn nehmen? Du kannst von jedem eins nehmen. Von jedem Pokémon, was du gemacht hast, kannst du ein Bild einschicken. Ja, dann nehme ich doch das Bild. Ja, mach doch wie du meinst. Pikachu! Das? Smetbo. Also es ist immer gut, wenn es auf jeden Fall in der Mitte ist, einigermaßen. Boah, da wüsste ich jetzt echt nicht, welches am wenigsten scheiße ist. Das liegt doch ein bisschen an der Auflösung. Das finde ich ja fast schon am schönsten, aber da könnte er jetzt echt sagen, das ist ja gar nicht in der Mitte. Er kann nämlich mal kreuzweise. Das ist echt gemein, er ist ein alter Mann. Er hat nicht mehr so viel, wo er sich drüber freuen kann im Leben. Ja, das. Ja, sieht aus, als würde das... Okay. Nimm noch das, aber ich glaube, der würde sagen... Oh, Evoli hast du ja noch. Evoli! Wie es sich an den Stein schmiegt. Ja, nimm noch das Kangagagababare rein. Ja. Aber ich glaube, der würde sagen... was ist das denn? Okay, und jetzt... B. Das hier, oder? Ja. Und jetzt, jetzt kriegst du Punkte. Jetzt, besser nicht. Ja. Stand das da? Ja. Sehr gut. Was gibt's Neues? Taubsi. Lass mal sehen. Taubsi. Wie groß ist die Abbildung? Ist ganz okay, ist ganz okay. Richtig. Wie sieht die Pose aus? 1000 Punkte. Ba-bam! Ja, siehst du mal. Du. Wie viele Menschen auf der Welt sind kommen wir zu Technik wegen dieses Spiels wohl sich gedacht haben, boah, ich werd Fotograf. Die Technik, das Pokémon ist in der Mitte des Bildes. Yes! Ich verdoppele. Ja, du musst, glaube ich, eine bestimmte Punktzahl erreichen, damit das Bild gilt. Okay. Es sind weitere Taubsis im Bild. Ja, da rechts dieser braune Kackfleck. Ah, okay. Ah, krass, cool. Wunderbar. Und wenn das nicht immer so... Tadellos! Und ins letzte Level kannst du, glaube ich, echt, wenn du erst von allen Viechern ein Bild hast und die Symbole und ja, das musst du, glaube ich, erst gemacht haben. Kannst du... Der ist ja schon... Alter! Der ist ja schon sehr, sehr wählerisch. Ich meine, wir machen das ja im Prinzip umsonst für den. Du kriegst ganz viel, kriegst dein Geld, kriegst nichts, einen Scheiß kriegst du. Pikachu! Also wir spielen es auch übrigens... authentisch auf dem N64, nicht auf der Wii, weil kann man sich überhaupt noch spielen auf der Wii? Weil die Cartridge nicht auf die Wii gepasst hat. Genau, wir haben es versucht, aber die Wii, die ist halt nicht mehr Upgrade-kompatibel, deswegen kann man da keine N64 Cartridge für rein. Das ist total die blöde Idee. Nee, aber wir haben, man kann man überhaupt noch Sachen vom... Nee, es geht nicht mehr.
Ja, totaler also Scheiß. Geht, ich weiß nicht, ich habe neulich mal geschaut. Es geht theoretisch noch, glaube ich. Also es gibt diesen, wie heißt das Ding? Wii Shop? Ja. E-Shop? Wii Shop? Es ist... Warte, dein Pokémon befindet sich nicht in dem... Oh nein! Oh Gott. Vielleicht wollte ich ja die Landschaft fotografieren. Ja, also ich finde, von der Komposition war das eigentlich auch ganz schön, wie das Smetbo so leicht... 510! Ja, das war mal im Vergleich zu... Also ich habe keine Ahnung was. Ich glaube, das ist alles ziemlich willkürlich. Ja, ich glaube... Er guckt gar nicht hin. Dein Pokémon... Weißt du, erkennst du... artistische Intention? Hier, mal gehört. Kennst du nicht? Nee. Wie sieht die Pose aus? Es zeigt uns seinen Arsch. 10 Punkte! Woohoo. Hey, besser ist gar nicht. Ja, war. Ich glaube, das nimmt man nicht. Du warst nah dran, aber ein schöner Rücken muss nicht unbedingt erzählen. Was zur Hölle, Mann? Sehr gut, ja, das hat er jetzt nicht genommen. Genau. Ich. Mauzi. Ja, 69, okay. 800. Gut gemacht! Sehr hübsch. Das Pokémon ist in der Mitte des... Ja, okay. Ja, die Mitte, das ist auch... Das, Hitbox ist das ja. Pokémon Report. Ja, also ich glaube, das Kangama da nicht genommen, aber sonst... Warte, wir gehen zurück ins Labor. Ich muss dir etwas zeigen. Nächstes Mal bei den Blödbros. Wir gehen zurück ins Labor. Wow.